Mensch, ist das gemütlich hier. Wir manche preisen hier Weißbier-Eischenger. Das ist nicht gemütlich, sondern das ist kriminell. Ein Weißbier ist ein Genussmittel und ihr könnt es von Glück reden, dass ihr das bei uns genießen dürft. Hör mal, Brit, willst du auch Weizen? Das ist isotonisch. Oder der Bayern-Trainer, der Guardiola, wie er in Berlin die Weißbierdusche verweigert hat. Ja, weiß denn dieser Monet, dass das eine Ehre ist? Na, weiß er nicht, weil es ein Zugraster ist. Die kennen doch das nicht einmal richtig. Eischenger, das Weißbier, da fangt's doch schon mal an. Lecker, lecker Weizen. Dabei ist doch das gar nicht so schwer. Du nimmst dein Weißbierglas, spülst das kalt aus, kippst das im 45-Grad-Winkel und lässt das Weißbier zügig an der Glaswand reinlaufen. Nicht schnell und nicht zu langsam, weil da passieren die meisten Unfälle, verstehst? Und am Ende rollst die Flaschen ein bisschen in deine Hände und schützt die Hefe drauf. Ja? Und wenn das Ganze ausschaut wie der Wallberg, dann hast du es richtig gemacht. Wenn es anders ausschaut, bist du ein Preis. Und dann nicht hektisch in Schaum runtertauchen, sondern genießen. Und wenn du was zum Feiern hast, dann gönnst du mit dem Norgel noch ein kleiner Weißbierdusche. Selfie. Weil so eine Weißbierdusche ist nämlich nichts Schlimmes, so wie der Pep denkt, sondern eine Ehre. Ich nehme gleich noch eins. Was los? Haben wir's, oder? Mensch, da hat's den Harry mal richtig erwischt.